Leute, meine Freunde versuchen gerade Minecraft durchzuspielen und ich werde die dabei ein bisschen pranken. Schaut selber, die versuchen gerade Holz zu farmen. Ich glaube, die streiten sich. Was machen die dort vorne? Ey, Bro, ich werde zuerst Minecraft durchspielen. Du weißt selber, ich bin besser als du. Ich werde voll viele Emojis machen und den Enderdrachen besiegen. Deine Emojis werden dir gar nichts bringen, weil ich bin natürlich der King, Junge, und deswegen werde ich gewinnen. Ey, ganz ehrlich, du hast ja noch nicht mal Items. Guck mal, ich habe schon eine Holzspitzhacke. Ja, ich meine eine Axt. Weiß ich nicht mal, was das ist. Das ist eine Axt, nämlich. Weißt was? Die ganz ehrlich, ich klappe jetzt auf. Die boxen sich jetzt? Ich glaube, die streiten gerade, wer als erstes Minecraft durchspielt. Und ich werde sie daran hindern, Minecraft durchzuspielen. Und ich werde sie mit dem Minecraft Morph Mod pranken. Ich habe schon eine Idee. Ah, auf damit, Junge. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Weißt du was? Ab jetzt dürfen wir uns gar nicht mehr schlagen. Wer schlägt, ist ehrenlos. Okay, na gut, Bro. Das ist ein Deal. Ich, Orks, ich stimme dem zu. Wir machen das Ganze so. Wer zuerst Minecraft durchspielt, der hat gewonnen. Bist du bereit? Ey, Mann, guck mir ganz tief in die Augen. Ich bin sowas von bereit und ich werde das Ganze gewinnen. Ey, was machst du da? Ich brauche schon mal einen Baum. Na gut, let's go. Freunde, die meinten gerade, dass sie sich nicht dabei stören werden, Minecraft durchzuspielen. Aber ich werde die ein bisschen pranken. Nämlich werde ich mich jetzt verwandeln. In eine Biene, Freunde. Schaut euch das an. Ich werde jetzt zu denen fliegen und ich werde die einfach schlagen. Okay, Freunde, wir machen so, das so ganz easy. Go. Direkt eine Workbench. Ey, yo, Bro, warum baust du, warum schlägst du mich einfach? Ich wollte gerade nur meine Workbench platzieren. Ey, du kriegst das zurück. Man, hier ist die Combo des Todes. Ganz ehrlich, Mann. Ey, jetzt übertreib mal nicht, Bro. Okay, wir hatten doch einen Deal, Mann. Wieso musst du mich einfach angreifen, Bro? Bitte. Ey, was macht die Biene hier überhaupt? Ich greife dich an. Ja, stimmt, was macht die Biene hier? Aber es ist ja natürlich nur eine normale Biene. Okay, Freunde, die haben mich nicht gesehen. Okay, Freunde, die haben ihren Scheit wieder geklärt und jetzt versuchen die Steine abzubauen oder sowas. Ich würde sagen, wir müssen das wieder ein bisschen eskalieren und wir schlagen diesmal Semlak von hinten und Orksi darf nicht hinschauen. Ich habe direkt Steine, let's go. Guck mal, Bro, ich hab schon Steine gefunden. Du hast mich schon wieder geschlagen. Ich hab überhaupt nichts gemacht, Bro. Warum machst du das? Ich hab doch nur Steine abgebaut. Schau, ich hab jetzt schon Steine. Ja, genau, gerade eben hast du mich auch schon geschlagen. Weißt du was? Ganz ehrlich, wenn du Stress willst, dann komm doch her, Alter. Ey, weißt du was? Ich geh weg hier. Und zack. Dann geh halt weg, Alter. Ganz ehrlich, erstmal mich schlagen und dann einfach abhauen, Mann. Dann gehen wir halt jetzt getrennte Wege. Keine Freunde mehr. Leute, die haben einfach ihre Freundschaft beendet und gehen jetzt getrennte Wege. Und das alles nur wegen mir. Aber wir müssen das jetzt ein bisschen weiter eskalieren. Ich meine, die gehen jetzt bestimmt in Höhlen und wollen Steine abbauen. Mal schauen, was wir als nächstes machen können und in was wir uns als nächstes verwandeln. Okay, Freunde, hier vorne ist Semlak. Mal schauen, was er macht und wie wir ihn ein bisschen stören können. Ey, Mann, ich muss in die Höhle rein, aber ich habe gar kein Essen. Und das ist mein letztes Fleisch, Mann. Und gleich bin ich am Verhungern. Ey, ich brauche unbedingt ein Schwein oder so. Leute, schaut mal zu. Ich habe noch ganz, ganz viele andere Tiere. Ich werde mich jetzt als erstes mal in ein Schwein verwandeln. Weil ich meine, er braucht ja Essen. Und wenn ich ein Schwein bin, dann kann er mich ja versuchen zu töten. Aber ich bin kein normales Schwein. Ich bin ein super, super schnelles Schwein. Oh, das vorne ist Mann, er. Ey, Mann, wo ist denn jetzt bitte sehr ein Schwein? Ich guck die ganze Zeit. Warte mal. Ist das bitte sehr ein Schwein? Ich brauch Essen! Let's go, schnell! Schnell hier weg, schnell hier weg! Nein, 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 nein! Attacke, Schweinchen, stehen geblieben! Ich werde dich kriegen! Zack! Ey, Junge, warum weicht das mir so gut nein, aus, Junge? Nein, du wirst mich niemals kriegen! Ey, warum ist das so schnell? Ey, wann können kleine Schweine so schnell laufen, Alter? Habe ich da irgendwas verpasst oder so? Ey, Junge, wie schnell ist das denn bitte sehr? Nein, 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 ich bin runtergefallen! Mann, oh Mann, wo ist denn bitte sehr das kleine Schweinchen hin? Ich habe eine Idee, das läuft bestimmt zu seinen Eltern, dann krieg ich noch mehr Essen! Freunde, hier vorne wird nämlich niemals entdecken. Das hat schon mal gut funktioniert. Der versucht mich wirklich zu bekommen, aber nein, ich bin das schnellste Babyschwein, was ihr jemals gesehen habt. Und jetzt schnell hinterher. Wir werden ihn jetzt einen kleinen nein, Schlag verpassen. Ich werde dich finden. Wo bist du? Wo bist du? Zack. Wo bist du? Ah! Mann. Ey, Junge, was hat mich da runtergeschlagen? Ich habe da irgendwas Schweinartiges gesehen. Das ist bestimmt Orksi, Junge. Ey, wenn ich dich kriege, Junge, du hast mich doch geschlagen. Orksi hat ihn auf jeden Fall nicht geschlagen. Ich würde sagen, Freunde, wir gehen jetzt mal erstmal zu Orksi, weil ich will wissen, was der in der Zwischenzeit gebaut hat. Oder was er überhaupt gemacht hat. Der ist ja noch immer sauer auf Orksi. Egal, wir gehen jetzt schnell zu Orksi. Mal schauen, was er gemacht hat. Und mal schauen, wie wir ihn pranken können. Aha, Freunde, dort vorne ist also Orksi. Was macht der denn bitte sehr? Der hat sich einfach ein Haus gebaut? Alles klar, mal schauen, wie wir ihn ein bisschen nerven können und ein bisschen pranken. Sehr gut. Meine Festung gegen Semlak ist schon fertig. Hier kann er auf jeden Fall nicht einbrechen, denn ich weiß genau, was das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist einfach, dass man ein Bett hat. Warte mal, was macht hier ein Schweinchen? Oh, wie süß ist das denn, Alter? Oh. Ey, komm mal her, kleines Schweinchen. Warte, ich hab ein bisschen Steak für dich. Komm, mach deinen Mund auf. Ah, das ist es ja gar nicht. Freunde, der denkt wirklich, ich bin ein liebes Schwein, das ihm nichts tun will. Aber nein, Freunde, ich bin das böseste Schwein, was er jemals gesehen hat. Aber zumindest ist er nicht so
fies wie Semlak. Deswegen würde ich sagen, wir lassen ihn erstmal ein bisschen in Ruhe. So, perfekt. Mein Bett ist dort. Es bricht doch langsam schon die Nacht an. Zum Glück habe ich vorhin so eine Truhe gefunden. Da war einfach ein Sattel drin. Dann kann ich auf das Schwein bestimmt gut reiten. Na los, komm mal her, Schweinchen. Will dem gerade deinen Sattel anhängen? Nein, hey, bleib stehen. Bleib stehen, Mann. Ey, warte, kleine Schweinchen. Oh Mann, verdammt, wo ist das Schwein hin? Egal, die Sonne geht schon runter. Ich muss mir schnell noch ein bisschen Sand tun, bevor es komplett Mitternachts wird. Schnell, sonst kommen die Zombies. Oh, jetzt verfolgt er mich ja noch immer. Wann lässt er mich endlich in Ruhe? Oh, warte mal, ich glaube, er sieht mich gar nicht. Er will was anderes machen. Ich habe eine gute Idee. Na los, ich muss ein bisschen Sand abbauen, damit ich noch ein bisschen Glas machen kann. Mein Haus muss einfach so schön werden. Ich meine, ich habe ja schon ein bisschen Ausrüstung. Semlak ist bestimmt noch nicht so weit. Aha, Freunde. Orksi will also jetzt Sand farmen für Gläser, für sein Haus. Ja, genug Sand. Jetzt brauche ich noch ein paar Algen. Algen? Oh, hier vorher sind ja Algen. Ich habe eine gute Idee, in was ich mich als nächstes verwandle. Ich würde sagen, wir wären jetzt ein kleiner Tropen-Babyfisch. Und zack. Oh nein, wir müssen schnell ins Wasser, sonst verdursten wir. Oh, ich krieg gar keine Luft da unten. Und schnell wieder rein. Oh, ey, über Angriffen. Verdammt, Freunde, ich wurde einfach angegriffen. Ich muss schnell weg hier, Mann. Was war das bitte? Ist etwa Semlak hier irgendwo? Der denkt wirklich, dass Semlak hier im Wasser ist? Nein, das ist der kleine Tropenfisch hier, mein Lieber. Und ich werde dich hier nicht in Ruhe lassen, wenn du wieder ins Wasser kommst. Ja, ich gehe wieder rein. Na los, ich brauche noch ein paar mehr Algen. Oh, das ist ein kleiner süßer Fisch. Hi, Fischi. Na los, erstmal ein bisschen mehr abbauen. Und zack. Ich wurde schon wieder geschlagen, Mann. Hä, war das der Fisch? Nein, bestimmt nicht. Ey, Semlak ist hier doch irgendwo mit einem Bogen und schießt mich von oben die ganze Zeit ab, oder nicht? Semlak, komm raus, wenn du dich traust. Ich würde sagen, ich tarne mich hier bei den anderen Fischen, damit er mich hier nicht findet. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir müssen uns jetzt in etwas anderes verwandeln. Ein Fisch ist doch langweilig nach der Zeit, oder nicht? Ist doch krank, Alter. Egal, ich hole mir jetzt ein bisschen Fisch. Ich hab voll Hunger, Mann. Wir verwandeln uns in einen ertrunkenen Zombie. Das ist doch eine gute Idee, Freunde, oder nicht? Okay, damit wird er niemals rechnen. Und zack. Jetzt werden wir ihm ein bisschen Angst machen. Der hat noch nicht genug Ausrüstung, um einen Zombie zu töten. Und schnell. Perfekt. Dann habe ich schon mal alles dabei. Okay, dann kann ich direkt los. Warte mal, ich höre da doch irgendwas. Oh, zack! Verdammt, da kommt ein Zombie. Oh Mann, verzieh dich, Mann. Oh, schnell weg. Genau so machen wir ihm Angst. Mann. Und nein. Oh, ich muss mich schnell hochbauen. Ey, wieso ist der so schnell, Mann? Verdammt. Nein, bitte töte mich nicht. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir lassen der Orksi mal erstmal in Ruhe. Der tut mir schon leid, der hat mir nichts angetan. Wir müssen jetzt mal zurück zu Semlak, weil der Typ wollte mich ja eben noch töten. Ich lasse ihn mal in Ruhe. Zombie, was ist denn mit dem los? Egal, ich gehe schnell nach Hause, Mann. So, Freunde, ich bin jetzt eine Fledermaus, bin hier in der Höhle mit Semlak hier. Und ich glaube, der sucht Diamanten und schaut mal, was ich in der Hand habe. Damit kann ich ihn bestimmt gut pranken. Okay, mal schauen, was hier vorne macht. Erstmal alles ausleuchten. Hier, zack, zack. Und das ist einfach eine Schlucht. Damit habe ich schon mal einen richtig guten Vorteil. Komm schon. Hier müssen noch irgendwo Diamanten sein. Zu 100%. Ich werde Diamanten finden. Oh nein, da ist ein Skelett, Mann. Oh Mann, Freunde. Hier scheinen gar keine Dias zu sein. Aber wenigstens habe ich Eisen. Gut, wir platzieren mal hier ein paar Dias. Genau hier vorne ist er lang gegangen. Und er wird sich bestimmt wundern, warum er die Dias übersehen hat. Irgendwie ergibt das alles keinen Sinn mehr. Ich habe wenigstens Eisen, aber ich finde einfach keine Dias, Mann. Och, das ist so schade. Komm, ich gehe einfach wieder zurück. Okay, zack, zack. Und so. Hoffentlich falle ich noch nicht runter. Das wäre ja noch sowas von unlucky. Was machen die Dias da? Ey, als wenn ich die einfach übersehen habe. Wie cool ist das denn, bitte sehr? Okay, Freunde, solange er die abbaut, bauen wir auf der anderen Seite ganz, ganz viele Dias hin. Okay, also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Und hiermit kann er sich eine volle Diamantenrüstung machen. Perfekt. Wenn er die jetzt sieht, wird er komplett ausrasten. Er hat gerade erst 4 Diamanten gefunden und jetzt will er nochmal. Let's go! Ich habe einfach 4 Diamanten gefunden. Ich glaube, mehr Glück kann ich eigentlich nicht mehr haben. Wie krass wäre das, wenn ich so nochmal Diamanten finden würde? Komm, ihr geht einfach zurück! So, da sind noch mehr Diamanten. Die muss ich direkt abbauen. Wie krass ist das? Der ist ja komplett los, Freunde. Semlak fällt einfach nicht auf. Dort waren doch eben noch gar keine Diamanten. Und der ist auf einmal 20 Stück. Also, das ist ja komplett unrealistisch. Das ist doch überhaupt nicht möglich in Minecraft Vanilla. Ey, aber irgendwie kommt mir das alles ein bisschen komisch rüber. Warum sind hier so viele Diamanten? Ich habe doch nie so eine große Diamantenader gefunden. Alter, hab ich Glück. So, Freunde, Semlaki hat sich mittlerweile Diamantenrüstung gemacht. Ich habe mich jetzt als Spinne verwandelt. Er versucht hier gerade hochzukommen, aber ich werde ihn daran hindern. Ich krabbe hier an der Wand und ich würde sagen, ich attackiere ihn jetzt und zack. Spinne. Was macht die Spinne da? Och, Mann, ich wollte doch nur die Höhle hoch. Mann, ich hab gerade so Glück und jetzt habe ich auf einmal so viel Pech, Mann.
Leute, hier vorne ist Orksi. Ich habe ihm gerade auch ein bisschen geholfen, weil ich meine, wenn ich Sam Lucky helfe, dann muss ich auch Orksi helfen. Er hat sich jetzt auch eine volle Diamantenrüstung gemacht. Okay, na los, meine ganzen blöden Eisensachen von damals brauche ich nicht mehr. Ich meine, hier lagen einfach so viele Diamanten rum. Das ist so cool, Mann. Freunde, was macht der überhaupt dort vorne? Egal, Orksi muss ins Nether gehen. Ich habe schon eine gute Idee. Ich würde sagen, wir bauen ihn einfach hier vorne im Nether. Dem wird das bestimmt nicht auffallen. Er muss nur kurz weggucken und dann machen wir das schnell. So, ich gehe mal zurück. 11, 12. Und ein Nether ist da. Schon. Warte mal. What the Jiggy-Jugger? Check, check, Jiggy-Jugger-Check. Was macht ihr mit dem Nether-Portal? Das macht doch gar keinen Sinn. Hier ist schon wieder die Fledermaus. Die hab ich doch von gejagt. Jetzt werde ich sie aber kriegen. Ich war. Warte mal, Freunde. Orksi checkt einfach nicht, dass ich das mache. Okay, ich probiere da mal reinzugehen. Los, ich frage mich echt, in welche Welt ich dann komme. Freunde, Orksi geht jetzt wirklich ins Nether. Ich würde sagen, ich gehe mal mit ihm. Whoa! Okay, Freunde, Orksi ist gerade ins Nether gegangen. Ihr wisst, was das heißt. Ich muss mich verwandeln in etwas anderes, was im Nether auch aktiv ist. Wenn ich als Fledermaus ins Nether gehe, dann wird er das auf jeden Fall bemerken. Ich würde sagen, wir werden einfach mal zum... Leute, schreibt mal in die Kommentare, als was soll ich mich verkleiden. Ich würde sagen, ich werde einfach als Magma-Würfel dort reingehen. Perfekt. Oh, verdammt, warum werden wir jetzt so groß? Okay, alles klar. Kommen wir da irgendwie rein noch? Ich würde sagen, wir verwandeln uns mal als Magma-Baby. Oh, okay, schon besser. Und rein da. So, wo ist Orksi? Da vorne ist er. Dann los. Ich muss auf jeden Fall diese komischen Loren da finden, damit ich einfach diese Ender-Augen bauen kann. Und dann werde ich ins End gehen und dann werde ich endlich als erstes das Spiel durchspielen. Früher als Sam Lucky. Haha. Freunde, ich habe mir hier ein bisschen Highground geholt und von hier kann ich gut beobachten, was Orksi macht. Warte mal. Oh Mann, verdammt, Hilfe. Bitte zur Hilfe. Mann, was soll ich nur machen? Er wird gerade eiskalt von einem Gas attackiert. Was mache ich denn jetzt? Ich muss ihm helfen. Ich darf nicht zulassen, dass er stirbt. Sonst hat er die Challenge verloren. Und zack. Ich darf das nicht verlieren. Und zack. Oh, es ist gestorben. Ich habe es getroffen. Sehr gut. Los. Warte mal. Da greift mich ein Schweinemann an. Oh nein, Freunde, wir müssen ihm schnell helfen. Schnell hier runter. Schnell dahin. Und jetzt von hinten. Bam. 1, 2. Oh, ich hab's getroffen. Das war viel weiter weg. Warte, wie? Es hat nicht funktioniert. Ich glaube, er hat nicht gecheckt, dass ich das war. Freunde, ich brauche irgendwie seine Aufmerksamkeit. Er muss mir folgen, damit ich ihn zu einer Basis locke. Zu einer Nether-Basis. Los, ich muss unbedingt was finden. Aber hier sind so viele Schweine. Geht doch einfach weg, Mann. Oh Mann, verdammt, ich bin umzingelt. Ich brauche Hilfe. Nein. So, ich werde ihm natürlich helfen, Freunde. Komm, schnell weg mit dem. Mir hat gerade das kleine Magma-Teil den Arsch gerettet. Ey, yo, hallo? Hörst du mich? Perfekt, Freunde. Ich glaube, es funktioniert. Jetzt muss ich ihn nur noch dazu bringen, dass er mir folgt. Ey, wie cool ist das denn, Mann? Das Teil ist, glaube ich, einfach lieb. Warte mal, hier nimm etwas Essen als Zeichen von meiner Dankbarkeit, okay? Damit du siehst, dass ich dankbar bin. Ey, jetzt nimm's einfach. Wie cool ist das? Leute, der glaubt wirklich, dass hier so ein kleines Magma-Baby eben beschützt. Aber eigentlich bin ich das. Ich werde natürlich auch beschützen. Ich würde sagen, Orksi muss mir schnell folgen, denn ich weiß, wo eine Nether-Festung ist. Ey, das ist so cool. Warte mal, es geht weiter. Vielleicht will es mir helfen. Dann los, ich geh einfach mal mit. Komm, Orksi, ich führe dich zu einer Nether-Festung. Nicht mehr lange, dann sind wir da. Los, ich muss dem Teil folgen. Warte mal, was sehe ich da? Ist das etwa eine Nether-Basis bzw. Festung? Ey, Magma-Teil, hast du mich etwa extra hierhin geführt? Ja, dann ich habe dich dort hingeführt. Okay, Freunde, ich muss schnell hier weg. Geil ist das. Zack, direkt rein hier. Dankeschön. Wo ist es denn jetzt hin? Komisch, Freunde, dass Orksi sich nicht fragt, warum ein Magma-Baby ihn zu einer Nether-Festung führt. Naja, immerhin hat Orksi jetzt Lohn, mit dem der dann das End öffnen kann. So, Freunde, ich habe mich als Loh verkleidet, weil er will bestimmt jetzt einen Spawner finden. Ich würde sagen, wir locken ihn dorthin und dann hat er einen Spawner für Lohen. Warte mal, da ist eine Lohen, alles, ich brauche die. Nein, zack. Schnell hier weg. Und zack, ich muss sie unbedingt treffen. Hä? Schnell hinterher, Orksi, wir haben es gleich, wir sind gleich da. Zack. Oh nein, Freunde, hier sind viel zu viele Monster, ich muss ihm helfen, nicht, dass er verbrennt. Zack, oh Mann, verdammt, ich sterbe. Ich brauche irgendwas gegen Feuer. Freunde, ich habe ihm einfach einen Trank gegeben. Jetzt verbrennt er nicht mehr. Warte mal, ich habe Feuerresistenz. Wie cool ist das denn? Weiter geht's. So, Freunde, ich würde sagen, wir helfen ein bisschen. Warum sind hier so viele Monster? Mann, ich frage mich doch immer, wo ich diesen Feuerresistenztrank habe. Egal, ich muss hier schnell hoch und ein bisschen nachregenerieren. Zack und zack. Los, schnell hoch, okay. Oh, sehr gut. Ich habe bereits 5 Lohn. Das ist sehr, sehr gut. Okay, Freunde, ich glaube, Orksi hat gleich genug Lohn, um ein Enderportal zu eröffnen. Das ist sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt ein bisschen alleine und gehen mal schnell zu Sam Lucky und schauen, was der macht. Ich meine, wir wollen doch, dass beide ins End kommen irgendwie. Okay, Freunde, hier vorne muss irgendwo Sam Lucky sein. Da vorne ist er ja. Er ist ja auch schon im Nether. Denkt ihr, er hat schon Lohn gefunden? Warum zieht er sich aus? Das ist doch hier gefährlich. Rot ist alles, was ich liebe. Oh Mann, Freunde, es läuft so gut. Ich brauche nur noch Enderperlen. Die fehlen mir nur noch, weil ich habe ja schon Lohnstaub und damit muss ich dann zum End kommen. Let's go, Mann. Haha.
Und warte mal, Freunde, wie will der bitte sehr im Nether an Enderperlen kommen? Das aber verstehe ich gar nicht richtig. Davor muss ich noch was ändern. Nämlich brauche ich die Crafting Bench und jetzt crafte ich mir einfach mal einen goldenen Helm mit, also einen goldenen Helm, damit mich die Piglins nicht attackieren. Ach so, Freunde, ich verstehe, wo er hin will. Er will zu den Piglins mit seinem goldenen Helm, damit die ihn nicht attackieren. Perfekt, ich bin ja selber ein Piglin. Dann kann ich ja versuchen, mit ihm zu traden. Und dann werde ich ihm ein paar Enderperlen vielleicht schenken, damit er schneller ins End kommt. Hey, wo sind hier die Piglins? Eine 360-Grad-Drehung. Da vorne sind aber Piglins. Wie viel Glück habe ich? Let's go! Oh nein, Freunde. Hier sind richtig viele Piglins. Ich muss ihn ja auch dazu bringen, dass er überhaupt mit mir anfängt zu traden. Okay, Freunde, wir rennen mal einfach zu ihm. Okay, da ist der Piglin. Warte mal ganz kurz. Ich muss ihn als allererstes einbauen, damit er mir nicht entkommt oder so. Du bist jetzt mein Trading-Partner. Ich will ganz sicher nicht eingebaut werden. Ey, Junge, hör auf damit. Du kommst in mein Gefängnis, Alter. Nein, lass mich hier raus. Junge. Oh, verdammt. Ha, ich hab dich. Okay, alles klar. Ich hab's verstanden. Ich trade jetzt mit dir. Alter, Freunde, ich fühle mich hier gerade wirklich wie ein richtiger Piglin. Okay, Piglin, hör zu. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir verschwinden jetzt auf 3, 2, 1 und... Und du bestimmt auch. Hör mal auf damit. Warum kommst du? Okay, sieht so aus, als ob der nicht eingesperrt werden will. Deswegen würde ich sagen, droppe ich dir einfach mal so das Gold. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe sowieso so viel Gold. Okay, ich würde sagen, wir geben ihm jetzt richtig viele Enderperlen dafür. Mal schauen, wie er darauf reagiert. Ey, Junge, warum reagiert der nicht? Hier, willst du noch mehr Gold? Alter, du klaust mir... Oh, Junge, was? Bitte sehr. Seit wann traden Piglins so viele Enderperlen? Das habe ich ja noch nie gesehen. Aber okay, voll, egal, besser mal nicht. Wieder schnell. Let's go. Ich werde das Ganze sowas von gewinnen. Oxy hat keine Chance, der Versager. Der hat eiskalt geglaubt, dass ich ein normaler Piglin bin. Welcher normale Piglin tradet einfach 16 Enderperlen? Egal, Freunde. Ich würde sagen, beide sind jetzt gleich im End. Und ich werde natürlich dort einen kleinen Streich spielen. Freunde, dort vorne müsste das Enderportal sein. Genau das ist es. Seht ihr das? Das ist das Enderportal. Und Orxy und Zemax sind, glaube ich, noch nicht da. Warte mal, ist es schon geöffnet? Nein, perfekt, es ist noch zu. Ich würde sagen, jetzt habe ich Zeit, ins Enderportal zu gehen und den Enderdrachen umzubringen, bevor sie es tun. Also, ich würde sagen, Freunde, schnell platzieren wir hier die restlichen Enderperlen. Oh nein, das war ein Creeper, oder nicht? Da ist ja jemand. Verdammt, ich muss mich schnell verwandeln. Nein. Zack, zack, zack. Oh. Und direkt, ich bin als erstes da. Warte mal, was ist das denn bitte gerade gewesen? Oh, hier habe ich so ein Teil an. Zack, ich muss schnell schauen. Warte, habe ich da gerade einen Piglin gesehen? Oh Mann, das Nether hat mich echt verrückt gemacht. Ich werde jetzt auch noch von so kleinen Teilen angegriffen. Naja, es war wahrscheinlich nichts. Oh, verdammt, Freunde, hätte der mich entdeckt? Ein Piglin hier? Neben dem Enderportal, das macht hier gar keinen Sinn. Da wäre ihm bestimmt aufgefallen, dass hier etwas schief läuft. Egal, ich bin jetzt eine Fledermaus und beobachte das mal alles von hier oben. So, zum Glück habe ich zwei Ender. Warte mal. Semlucky, ich war zuerst hier. Mach, dass du wegkommst, verdammt nochmal. Semlucky, du warst zuerst hier. Ich war zuerst hier. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, ich wäre schon viel schneller als du. Was redest du? Wieso warst du da drin bitte eingebaut? Keine Ahnung, ich habe die Höhle nicht gefunden, aber ich wusste, dass hier irgendwo das End ist und ich werde als allererstes ins End kommen, Junge. Nein. Ernst? Die streiten gerade einfach. Ich hab die Enderaugen. Ich werde zuerst reingehen ins End. Aber Semlucky hat doch auch Enderaugen. Ich meine, ich habe ihm doch welche geschenkt, oder nicht? Ach, du denkst nicht wirklich, du hast auch als einziger Enderaugen. Weißt du was? Ich habe auch welche. Und jetzt platziere ich. Hör auf, sie zu platzieren. Nein, ich will das platzieren. Ey, hör auf. Ey, es ändert nichts daran, dass ich trotzdem zuerst gefunden habe. Hör zu, Mann. Wir machen es so. Wer als erstes den Enderdrachen besiegt, okay? Ey, du denkst doch nicht wirklich, dass du den Enderdrachen zuerst besiegen wirst. Ich werde ihn zuerst besiegen, weil ich bin der Bessere. Ich bin der Coolere. Nein, bist du nicht. Und jetzt geh ich rein. 3, 2, 1. Hör, wie ist Ender reingeflogen, Junge? Wir haben auf jeden Fall nicht bemerkt, dass ich dich dort reingeschubst habe. Ich würde sagen, wir verwandeln uns jetzt als Enderman, weil ihr wisst ja, im End gibt es ganz viele Endermans. Genau. Und als Fledermaus im End, das wäre ein bisschen zu auffällig. Perfekt, jetzt verwandle ich mich erstmal als Enderman. Okay, Freunde, also ich würde sagen, mal schauen, ob die den Enderdrachen schon besiegt haben. Wahrscheinlich nicht. Ich gehe jetzt ins End. Dort vorne sind die beiden. Ich versuche mal hier hochzukommen. Oh nein, ich bin zu groß als Enderman. Okay, Freunde, wir sind draußen. Hier vorne ist Orxy und dort hinten ist Semlucky. Die versuchen jetzt diese Teile abzuschießen wahrscheinlich. Semlucky macht schon richtig viel Action und Orxy steht dort einfach nur rum. Egal, als Enderman werden die auf jeden Fall nicht wissen, dass ich das bin. Weil schaut mal, wie viele Endermans hier sind. Yo, Orxy, ich habe schon direkt den ersten Cube zerstört. Wie hast du denn zerstört? Ich habe noch keinen, dafür habe ich schon Damage gemacht. Ich bad. Ja, genau, aber es bringt dir doch sowieso gar nichts, weil der die ganze Zeit Leben gerettet. Zack, ich habe einen Cube und jetzt schmeiß ich dich runter. Tada! Zack! Ey, die schreien einfach miteinander! Ich hab MLG gemacht!
Okay, Freunde, ich würde sagen, ich spreng dir jetzt ein bisschen. Ich schaue einfach so, als ob ich ein wütender Enderman bin. Haha, komm. Ich würde sagen, ich komme hier von hinten auf Oxy zu. Noch eins. Verdammt, Enderman greift mich an. Ich bin mit Enderman schon gewöhnt. Ja, wie ist das ja so schnell? Egal, ich muss weiter die Cubes zerstören. Okay, sobald die alle Würfel entfernt haben, werde ich einfach neue platzieren, oder nicht? Ich habe eine gute Idee. Okay, die dürfen mich nicht sehen. Hier ist einfach ein Enderman, der in der Luft schwebt. Okay, alles gut, die sehen mich nicht. So, schnell hier hoch, schnell hier hoch, schnell hier hoch. Und perfekt, Freunde, schaut, wo ich bin. Hier vorne ist ein Cube. Ich kopiere ihn mal. Und sobald sie diesen Cube zerstören, werde ich einfach einen neuen platzieren. Na gut, Sam Lucky, chill, 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 Bro. Lass uns erstmal die Cubes zerstören. Und wer als erstes dann den letzten Schuss hat, also den letzten Schuss hat zum Ende Drachen, damit der stirbt, der hat gewonnen. Alles klar? Okay, jetzt sind wir quitt. Ich bin einverstanden. Jo, na gut, na los. Freunde, habt ihr das gehört? Die versuchen jetzt die Cubes erstmal zu zerstören. Aber alles gut, ich bin auch hier. Warte mal, er wirft eine Enderperle retour. Oh nein, der darf mich nicht sehen. Okay, alles gut, ich verstecke mich hier hinter. Let's go, ich bin schon beim nächsten Cube. Haha, ich hab's einfach sowas von cool geschafft. Okay, einer der letzten Cubes, den zerstöre ich jetzt auch. Zack, haha, ich bin einfach der Beste. Ist MLG. Er gerade einfach runtergefallen? Oh, er hat's MLG, geschafft. MLG, ich bin einfach der Beste. Oh Mann, Sam Lucky, du denkst euch, dass du gewinnst, oder? Ich habe hier das letzte Teil. Ich werde es jetzt zerstören und dann werde ich gegen den Enderdrachen kämpfen und ihn besiegen. Und zack, ich habe den letzten Würfel zerstört. Oh Mann, wir müssen jetzt den Enderdragon besiegen. Werden wir das schaffen? Jetzt wird spannend. Unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Die werden das niemals schaffen. Okay, Freunde, perfekt. Ich würde sagen, ich platziere einfach noch einen Cube. Die denken, die haben alle zerstört. Nein, Leute, hier ist noch ein neuer Cube. Sam Lucky, ich werde ihn besiegen. Du nicht. Da vorne ist er. Zack, ich habe einen Hit. Hast du schon Hitte? Nein, habe ich noch nicht, weil ich keinen Bogen habe. Wieso habe ich keinen Bogen? Oh nein, egal. Du schießt dich halt auch ab. Dem fällt das gar nicht auf, dass er gerade geheilt wird? Warte mal, Oxy, Bro. Du hast doch nicht alle Cubes zerstört. Du bist so schlecht, Mann. Also, da ist doch auch mein Cube, Junge. Ich bin mir eigentlich sicher gewesen. Ich gehe da hin, schnell. Warte, du gehst da nicht hin. Ey, Junge, warum wurde ich runtergebunden? Jetzt gibt's Stress, Mann. Ich werde erster sein mit meiner Ich werde erster sein. Schnell, schnell, schnell. Freunde, die streiten einfach, wer als erstes den Cube hier zerstört. Aber wenn die diesen Würfel zerstören, dann platziere ich einfach noch einen. Und Enderperlen nach oben. ich werde zuerst da sein. Zack, zack, zack. Der Cube ist einfach schon kaputt. Ich habe ihn als erst kaputt gemacht. Hier vorne noch ein Cube. Er war zuerst. Okay, jetzt sind aber alle ist noch einer, Bro. Da ist ein Cube, aber der war doch gerade eben noch nicht da. Ey, warte mal. Ich krieg ihn. Ich habe ihn, let's go. Okay, Freunde, ich würde sagen, es reicht erstmal. Die versuchen jetzt bestimmt den Enderdrachen zu besiegen. Okay, mal schauen, was sie dort machen. Los, ich werde den Enderdrachen zuerst zerstören. Ja, er hat ihn weggeschleudert. Sehr gut, jetzt kann ich angreifen. Ich muss den MLG schaffen. Let's go, ich hab's geschafft. Ich bin einfach der Beste. Hast du gerade echt einen MLG gemacht, Bro? Na, Alter, aber ich war so weit oben. Ich konnte es gerade selber nicht glauben, Alter. Das war sowas von schwierig. Aber weißt du was? Man kennt mich nicht anders. Sam Lucky, Sam Lucky. Darauf erstmal den Sam Luck Dance. Sam Luck Dance, Mann. Wir sind hier gerade im Endkampf. Na los. Du hast recht. Okay, ich werde den Enderdrachen zuerst besiegen. Freunde, die konzentrieren sich ja gar nicht. Die sollen jetzt endlich mal den Enderdrachen besiegen. Ich habe schon eine gute Idee, was ich dann mache. Ich werde natürlich nicht zulassen, dass einer von denen den Enderdrachen besiegt. Ich werde nämlich den Enderdrachen besiegen. Ich werde warten, bis sie ihn low machen. Und dann besiege ich schnell den Enderdrachen. Okay, Oxy, jetzt bist du gefragt. Du musst mit deinem Bogen schießen. Ich habe ja leider keinen Bogen. Schieß schon. Ich habe leider keine Pfeile mehr, Bro. Das war alles umsonst, Mann. Schnell. Ey, nein, Junge. Ich will einen Enderdrag besiegen. Das wäre so ehrenlos. Komm schon, Enderdrag. Ich habe keine Pfeile. Nein, du musst runterkommen. Freunde, ich habe gerade den Enderdrag besiegt. Warte mal. Die haben das gesehen im Chat. Oh nein. Ich bin gerade den Enderdrag besiegt. Ist Ukri hier irgendwo, Bro? Freunde, ich habe eine richtig gute Idee. Ich würde sagen, wir verwandeln uns jetzt einfach als Ender Dragon. Ich habe jetzt den Ender Dragon besiegt und jetzt gibt's richtig Action. Denn der lebt wieder. Ich wollte doch eigentlich den Ender Drachen besiegen. Warte mal, der Ender Drache lebt wieder, Bro. Ender Dragon lebt wieder? Ich habe mir doch gedacht, dass es nur ein Bug war. Hä, aber wie kann er überhaupt wieder leben, Alter? Und der ist unzerstört? Ey, kann das sein, dass das Ukri ist? Junge, Ukri, du bist da. Freunde, ich würde sagen, wir verwandeln uns jetzt zurück. Die haben uns entdeckt. So, wir werden jetzt zurück verwandelt zu Real Ukri. Ukri? Was machst du denn hier, Bro? Ich hab euch geprankt. Ich war das kleine Babyschwein am Anfang. Kannst du dich noch erinnern, Sam Lucky? Ja, kann ich. Und dafür verdienst du es, mit Dirt beworfen zu werden. Warte mal, was ist das, euer Ernst? Ey, einen Moment mal. Dafür werdet ihr wissen. Ihr müsst jetzt für immer hier bleiben. Hör auf damit. Leute, ihr kommt hier nie wieder raus. Dafür hast du den Tod verdient, Ukri. Komm her, Mann. Leute, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, wie ich meine Freunde pranke, dann lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Ich würde sagen, die sind gerade richtig sauer auf mich, aber egal, alles gut. Oh nein, Leute, ihr kriegt mich niemals. Ciao.